Hey Leute, willkommen zurück. Mein Name ist Glator und weiter geht's mit Horizon Zero Dawn. Ja, das ist ein schönes Bildchen, ne? Das ist der gute Fotomodus. Ja, da würde ich mal sagen, dass wir weitermachen. Wir sind letztens hier stehen geblieben bei den Banditen, haben das befreit und können jetzt weiter in den Norden gehen. Ja, wegen den Fähigkeitspunkten will ich auf jeden Fall noch mindestens ein Pünktchen abwarten, also beziehungsweise ein Level, und dann können wir wieder was investieren. Aber bis dahin heißt es erstmal in der Wildnis überleben und vorankommen dahin, wo wir hin müssen. Und zwar erstmal hier in den Norden. Aber hier gibt es immer so viele Pflanzen, die ich immer mitnehmen will. Ja, das ist. Ich muss ich machen. So, wir müssen also in diese Richtung. Okay. Mal kurz durchschauen. Okay, wir müssen also in diese Richtung, alles klar. Ich weiß nicht, immer wenn ich diese ganzen sammelbaren Sachen sehe, dann will ich die einfach immer einsammeln, ohne. Ja, vielleicht brauche ich sie auch nicht, aber ich denke mal, da ist ab und zu mal halt eine Heilpflanze mit dabei und das ist schon sehr wichtig, dass man ein paar Heilpflanzen hat. Jo, wie gesagt, wir gehen jetzt einfach hier in den Norden, beziehungsweise da, wo wir hin müssen, aber irgendwie kommen wir da nicht gerade hin, weil ich die ganze Zeit Pflanzen sammle. Eine alte Rezeptur. Was? Alte Rezeptur? Was laberst du? So, ich denke mal, hier ist es richtig. Auf jeden Fall noch ungefähr 290 Fuß. Oder doch 300. Da ist ein Hase. Tut mir leid, Hase. Warte, ein Headshot. Ich hoffe, du hast nicht so viel Schmerzen gehabt. So, was haben wir hier Schönes? Einen toten Wächter. Oh, da hinten ist ein Vogel. Und hier ist das nächste Lagerfeuer. Bei den Beinen ist die Maschine sicher so schnell, wie sie laut ist. Ich sollte vorsichtig sein. Ach Quatsch. Vorsichtig. Wir schmeißen die Maschine einfach hier um. Ja. Das können wir nämlich. Wir können nämlich Maschinen umschmeißen. Jo! Wo kommen die denn jetzt her, bitteschön? Die waren nur noch gerade gar nicht da. Das gibt's doch gar nicht. Die waren doch noch gerade gar nicht da. So, ich muss auf jeden Fall irgendwie mich verstecken. Sind die mich? Die sehen mich. Oh, das gibt's nicht. Dieser Flächenschaden, das ist das, was mich total ankotzt. Dass die halt richtigen Flächenschaden machen. Ich bin zwar einen Meter entfernt, aber egal, die Attacke trifft ja trotzdem, weil es Flächenschaden hat. Oh Mann, oh Mann. Ja, diese Viecher sind einfach nicht zu unterschätzen. Die sind einfach extrem nervend. Diese Sägezahn als mutierte Monstrum. Anscheinend können die noch irgendwie einfrieren. Boah, was haben die denn in der Mitte? Was können die denn machen? Die können ja Steine rumschleudern. What the fuck? Ist das euer Ernst? Ach du Scheiße, was die machen können. So, ich verstecke mich jetzt irgendwie hier, glaube ich. Und warte die Situation ab. Ich muss einfach überleben. Ich muss überleben. Aber irgendwie klappt das gerade nicht. Jetzt verzieht euch von mir. Das gibt's nicht. Was sind das denn für Monstrositäten? Das sind Behemoth. Behemoth, geh weg. Ah, oh, jetzt sieht er mich auch noch. Nein. Ich weiß nicht wohin. Ich laufe direkt in das Behemoth-Gebiet. Boah. Nee, ihr kriegt mich nicht kalt. Und nur weil ich diesen Vogel da erwischen wollte, kriege ich jetzt die ganze Trachtkugel hier ab. Meine ganzen Heiltränke, alles wird jetzt verschwendet. Jetzt lass mich doch in Ruhe.
Lasst mich doch einfach in Ruhe. Was habe ich euch gemacht? Ja gut, ich habe den Vogel angegriffen. Aber das ist rechtfertigt noch lange nicht, dass diese zwei großen Eisviecher und wie auch immer auftauchen. Nee. Ich wollte doch nur den Vogel da killen. Ey, deswegen muss man wirklich das ganze Spiel hier gebückt spielen. Wir haben jetzt so viel verschwendet für nichts. 5 Tränke. Mein ganzes Heilkraut, was ich gesammelt habe. Alles verschwendet. Nur damit wir hier zu überleben. Was für eine Verschwendung. Ja, ja, so ist das. Willkommen in Horizon, meine Damen und Herren. Zero Dawn. In dem Spiel, wo man schneller stirbt als sonst noch was. Ich wollte noch das Feuer aktivieren, das hier irgendwo war. Ach ja, da vorne. Ja, da vorne ist das Feuer, das will ich aktivieren. Ich habe gerade voll den Respekt und schleiche hier mich herum. Aber das muss man halt, wenn man am Leben bleiben will. Wenn du überleben willst, dann schleich. Oder renn einfach schnell. So, auf jeden Fall geht's jetzt ins, anscheinend ins Eisgebiet. Schon wieder. Aber das ist sicherlich ein anderes Eisgebiet, ja sowas von, weil wir hier noch nicht waren. Mal gucken, was wir hier machen müssen. Ach ja, stimmt, ich muss ja diese Ausrüstung hier sammeln. Aber hier gibt es Mobs, Stürmer. Hier gibt es noch ein paar. So, mal gucken, ob wir die irgendwie per Stealth ausschalten. Oh, hier gibt es noch einen Verkäufer. Na, was hast du denn Schönes? Yeah, Rassler. Ne, sowas brauchen wir alles nicht. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas Krasses. Aber wir können uns soweit noch nichts Krasses leisten. Aber bald können wir hier sowas kaufen. Oh, das ist cool. Doch leider habe ich die Metallscherben erst noch nicht dafür. Die müssen wir erstmal ein bisschen farmen. Beziehungsweise ich gebe nichts aus. Und dann haben wir die. Sind die friedlich? Anscheinend nicht, aber der sieht mich, der sieht mich, der sieht mich, der sieht mich. Der hat mich gesehen. Jetzt warnt er die anderen Maschinen. Ja. Los, verteidige mich. Ich war's nicht. Ah, jetzt kommt er nachzugucken. Was ist da los? Ja, wo bin ich denn hin? Oh. Ja, wo bin ich denn? Ganz ruhig. Ja, wo bin ich denn? Ja, wo bin ich denn? Ja? Da bin ich. Überraschung. Ah, ja, das war nicht so gut. Ui, zwei auf einmal. Nein, nein. Schnell, schnell, schnell. Heil, Heiltrank. Ich mache das wieder viel zu aggressiv. Viel zu aggressiv. Ich weiß nicht, warum ich das so mache. Eigentlich müsste ich hier mich tot schleichen. Okay, den haben wir erledigt. Den haben wir auch. Und die? Nee. Quatsch. Was mache ich denn? Was mache ich denn für ein Kurz? Soll ich dich unbedingt damit nieten? Ich krieg dich. Ich hab doch gesagt, ich krieg dich. Leg dich nicht mit dem Meister persönlich an. Himself. Okay, ich glaube, wir haben jetzt etwas hier einigermaßen überlebt. Bis natürlich das nächste Rügel ankommt. Jetzt machen wir hier nicht so ein Terz, ja? Ach nee. Ich weiß nicht, warum ich mich überhaupt mit den ganzen Maschinen hier anlege. Eigentlich müsste ich das ganze Spiel mich einfach nur durchschleichen. Einfach wirklich nur durchschleichen, weil... Oh, scheiß drauf. Hier gibt es überall nur sowieso nur Stress, wenn wir uns mit allen anlegen. Und deswegen, warum überhaupt? So,
weil ich habe wieder kein Leben. Oder kaum Leben, da sind schon die nächsten Schergen. Der Stürmer rennt gleich los. Oh, das ist voll fies. Also, dir wird hier echt nichts geschenkt bei dem Spiel. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Wir haben vorhin so viel Leben gehabt und dies und jenes und alles. Und jetzt. Ah, das ist ein bisschen. Der Klepse, wie er gesagt hat. Ja, ein bisschen nervig. Die Dämonen müssen auferstehen, bevor. Da! So, komm. Nein, 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 jetzt kommen die ganzen anderen wieder. Verschwinde, verschwinde, verschwinde. Renn, 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 renn. So, hier erstmal verstecken. Erstmal die Situation beobachten. Und wenn es ein bisschen entschärft ist, dann wieder angreifen. Leise. Genau, ganz leise. So, auf jeden Fall kommen wir ein Stückchen voran. Was sieht mich denn da hinten? Wer ist das? Und das war's. Uns hat's erwischt. Naja, zum Glück waren wir beim Lagerfeuer irgendwo. Also ich muss gestehen, das Spiel ist schwer. Es ist schon, man muss ums Überleben kämpfen hier. Das, ja, das verlangt das Spiel auf jeden Fall von einem ab. Ich meine, ich spiele jetzt nach wie vor auf den mittleren Schwierigkeitsgrad, aber ja, ich würde sagen, langsam baut sich die Schwierigkeitsstufe nach oben. Aber das macht nichts, das macht nichts. Wie gesagt, wir werden nicht aufgeben, wir werden das hier schaffen. Und auch wenn es lange dauert, egal, ich werde das Spiel abschließen. Und das durchspielen, auf jeden Fall. Wenn es halt etwas länger dauert, dann ist das so, weil ich dann noch einiges lernen muss, wie man hier in der Welt überlebt. Ja, ich werde es auf jeden Fall schaffen. Wäre natürlich nice, wenn ihr mich dabei begleitet. Jo, würde ich mal sagen, weiter geht's. Ich finde, der Anzug ist richtig geil von der, also dieser Tarnanzug. Der sieht richtig, richtig gut aus. Und wenn wir in den Fotomodus wechseln, dann haben wir hier so ein paar Herzchen. Wir können auch natürlich irgendwas. Warte mal hier. Wo war das mit dem Rand? Genau. Wir können ja alles mögliche einstellen. Das ist richtig geil. Also diesen Fotomodus, da muss man sich mal ein bisschen mit beschäftigen. Und dann kann man sicherlich so geile Bilder machen. Besonders wenn zum Beispiel irgendwie ein Sonnenuntergang, Sonnenaufgang und sowas. Das sieht einfach so geil aus in dem Spiel. Und wenn man sich halt ein bisschen Zeit nimmt und dann so ein richtig geiles Foto macht, dann ist echt Bombe. Dann ist auf jeden Fall Bombe angesagt. So, eigentlich müsste ich hier einen hacken und der hilft mir dann, die anderen kaputt zu machen. So, wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir machen das. So, ich versuche jetzt. Nein, 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 geh weg, geh weg. Der sieht nichts, der sieht nichts. Oh, der ist blind. Der denkt, was ist da? Ich guck mal nach. Oder? Denkt er das? Okay, wir machen das anders. Wir gehen außen herum. Geh außen herum und versuch den. Boah, jetzt kommen die anderen Maschinen noch. Was soll das? Jetzt geht er tatsächlich nachgucken, was da los ist. Oder? Ja, jetzt fällt mir dieser Skill von oben. Überbrücken den erstmal. Ich werde dich noch brauchen. So, und jetzt greif mal an. Da. Wir machen das mal anders. Gegen was sind die eigentlich empfindlich? Keine Ahnung. Gut so. Wow, das heißt, wenn tatsächlich der Tank explodiert auf den Rücken, gibt es richtig geil Damage. Okay, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Wo ist meine Maschine? Jo, jo, besser geht's nicht. Warum kämpft meine Maschine nicht mit? Wie soll mitkämpfen? Komm, kämpf mit, Maschine.
Ja, komm. Ja, und jetzt hau drauf. Ich verstehe nicht, warum die nicht mitkämpft. Die kämpft doch eigentlich mit. Ja, los, hau doch drauf. Oh, das gibt's doch nicht. Muss ich denn alles selbst machen? Muss ich denn hier alles selbst machen? Ja, richtig. Nice. Raster aus. Sehr gut. So muss das funktionieren. So, erstmal natürlich alles hier looten, was man looten kann. So, was haben wir hier? Auf jeden Fall Blechbüchsen Deluxe. Ja, da würde ich mal sagen, wir greifen die anderen auf jeden Fall auch an. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht von dem Ochsen hier, diese Attacken hier zu machen. Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. Jetzt müssen wir gucken, wo noch welche sind und dementsprechend handeln. Oder gibt es hier keine mehr? Okay, auf jeden Fall ist hier das nächste Lagerfeuer. Das werden wir wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich in Angriff nehmen. So, das sind auf jeden Fall die nächsten Stürmer. Vielleicht kann ich sie nacheinander ausschalten, wenn sie mich nicht entdecken. Vielleicht. Die Dämonen müssen auferstehen, bevor der Boden wieder friert. Vielleicht werde ich auch einfach sie angreifen und werde ich. Wobei von hinten ist gar nicht mal so schlecht, weil. Genau, wir machen das doch von hinten, wie sie es gesagt hat. Weil von hinten, die gucken alle in eine Richtung. Und wenn hier sonst nichts mehr so rumgammelt. Was macht die denn hier? Okay, Planänderung, wir werden erstmal die hier ausschalten. Okay, wir werden erstmal die Menschen hier ausschalten. Und dann werden wir uns weiter runtertasten. Altes Ausgraben, langweilige Arbeit, keine Gefahr. Da vermisst man... Laber nicht so viel. Oh, der hat mich fast gesehen. Jetzt hat er mich, glaube ich, gesehen. Jetzt sieht er mich wieder nicht. Ich muss gucken, wie wir da am besten improvisieren. Von hinten immer schön. Hehehe. Und? Stiller Schlag. Sehr nice. Hier drüben ist jemand. Ja, das hilft jetzt auch nicht mehr. Bist jetzt alleine. So, haben wir dich erwischt. Oder gab's noch einen? Gab's noch einen? Ich glaube nicht, ne? Aus da und suchen, Brüder. Na gut, vielleicht einen gibt's noch. Ah, den hier. So, dich haben jetzt auch erwischt. Wunderbar. Der hat sogar gleich zwei Loots. Auch nicht schlecht. Sieht man selten. Jo, und jetzt geht's aber an die Maschinen. Aber davor habe ich hier noch irgendwas gesehen. Irgendwas Viekiges. Moment, wo habe ich das gesehen? Ach hier, genau. Da habe ich nämlich was gesehen. Anscheinend ist das irgendeine... Irgendwas? Ein Datenpunkt. Okay, eine weitere Notiz. Mhm, okay, alles klar. Ja, hier findet man wirklich sehr viel Zeug. Wenn man leselustig ist, kann man das natürlich auch lesen. Stehen ein paar Informationen. So, nach wie vor, wir wollen diese drei Monster da in ganz Ruhe ausschalten. Und dementsprechend nach und nach. Also müssen wir uns hier so leicht von hinten anschleichen. Und die dann mit unserem Speer durchbohren. Mit einem Stealth Kill. Ja, das ist gut. Die gucken alle in die falsche Richtung. So, also holen wir uns den da hinten als erstes. Deswegen ist hier auch schön Gras. Ich bin mehr als bereit für dich. So, die anderen haben nichts mitbekommen. Und jetzt kriegen die beiden Schwinger. Das war's. Okay, anscheinend macht mein Speer auch so leicht Flächenschaden, weil ich habe ja den linken gar nicht getroffen und habe den trotzdem massakriert. Das ist nice.
Spule Eis. Okay. So. Mein Tierchen, komm mal mit. Du kannst ruhig mitkämpfen. Wie kann ich den aggressiv machen, dass er mitkämpft? Weil manchmal steht er wie so ein Esel rum und denkt auch, ja, ich bin hier nur der Packesel, ich kämpfe nicht mit. Nein, ich bin hier einfach nur so und stehe rum. Warte mal, wo war das Feuer? Ach, das Feuer war hier. Okay. Wir werden allerdings erstmal hier was plündern. Was ja optional ist, aber wir werden das auf jeden Fall machen. Und dann sehen wir weiter. Na komm, lauf doch nicht den Weg. Was ist denn los? Ich will. Lass mich doch in Ruhe. Warum stellt er sich immer vor mir? Wahrscheinlich ist das so programmiert vom Spiel, dass er sich vor mir stellt, dass ich genau auf ihn springen kann, um zu reiten. Aber das will ich gerade nicht. Geh doch mal weg. Hau dich. Ich hab dir gesagt, ich hau dich. So. Krass, mein harter Hieb. Setzt ihn außer Gefecht. Jo, wir haben auch lange nicht mehr gespeichert. So, okay, wo war das jetzt? Das war da hinten. Dann rennen wir nochmal dahin. Ah, hier vorne ist was zu plündern. Alles klar. Genau da, wo er gesagt hat. Abriss, Modifikation. Keine schlechte Auswahl. Das wird zum Einsatz kommen. Warum tust du das? Weil du Erfolg haben sollst. Gute Jagd. Wir reden später. Alles klar. Oh, warte. Oh, und weg ist er. So, was wir jetzt auf jeden Fall mal gucken, ist, was können wir modifizieren? Wir haben auf jeden Fall hier noch einen Slot, hier noch einen Slot, obwohl ich die gerade nicht anhabe, aber das können wir nehmen. Oder wo müssen wir das? Ne, Moment. Waffen. Ne, warte mal, wo kann ich denn die Slots reinmachen? Oh, wir haben Dings da hier. Wir haben das hier voll, also würden wir das als erstes mal machen. Und zwar, ich denke mal, das ist wichtig, damit wir länger zielen können. Aber wobei, zwei Pfeile sind auch wichtig. Drücke beim Zielen R1, um bei allen Bogenwaffen einen zusätzlichen Pfeil anzulegen. Ich denke mal, das machen wir als erstes. So, Doppelschuss. Also, wie funktioniert das jetzt? Tatsache, jetzt haben wir zwei Pfeile. War cool. Selbst wenn ich... Ah ne, doch, die holt zwei Pfeile raus. Ey, das ist ja richtig nice. Da machen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden. Das ist geil. Also, was habe ich gesucht? Ich habe auf jeden Fall modifizieren. Inventar, Outfits. Herstellen. Ich glaube, herstellen war das, oder? Ah ja, genau, hier können wir das modifizieren. Wobei das die Schleuderste benutze ich gerade nicht, aber das benutze ich. Da können wir irgendwas reinstecken. Mehr Handhabung. Ich denke mal mehr Handhabung. Jo, das stecken wir mal rein. Was ist das hier? Ah, das ist das Bolzgerät. Hier können wir auf jeden Fall... Boah, das hier benutzen, das hört sich sehr gut an, obwohl... Gerade mal 5. Oder wir machen das hier. Schaden plus Handhabung. Schaden und Abriss. Ich glaube, ich mache das hier. Dann haben wir ein bisschen mehr Schildbreak. Ja, machen wir das hier. Machen wir das hier rein. Das ist schon okay. So, dann werden wir nochmal hier safen. Und was haben wir hier? Hier haben wir noch ein altes Gefäß. Hier haben wir eine 27er Verderbniszone. Verborgene Zone. Und schließlich geht es hier weiter. Was haben wir denn hier? Schöpfers Ende. Okay. Ja, da würde ich mal sagen, dass hier der Part aufhört. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, like das Video, teile es und lass mir doch ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns wie gewohnt im nächsten Part. Und bis dahin sage ich bye bye, winke, winke und ciao, ciao.